Also müssen wir. Ach, hier kommen wir auch noch lang. Tisch! Hab ich jetzt auch nicht gesehen. Alter. El Bandito. Oder wie hieß der? El Amo Bandito. Alter, das sieht aber gruselig aus. Hopp ab, Cola. Das ist der Souvenirladen hier, so wie es aussieht. 50er Kugeln. Cool. Kommt jetzt hier nicht gleich der erste Big Daddy? War das nicht so? Mythisch. Aufschwung. Na nun komm. Anfangs war der Geschenkeladen hier eine einzige Pleite. Ich konnte den Turi-Nippes kaum teurer losschlagen, als er in der Herstellung gekostet hat. Dann habe ich diesen Sinclair kennengelernt. Und der hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Anscheinend kennt er ein paar arme Schweine in Popers Drop unten, die diesen Krempel zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Naja, hier und da steckt er mal eine Nadel in der Lieferung, aber ansonsten hat keiner was gemerkt. Und bei mir rollt der Rubel. Der berühmte Rubel rollt. So, jetzt bräuchte ich doch mal Muni für meine Nietenpistole. Ach, diese gute alte Musik. Ach ja. Cool. So. Antiperson, für was denn eigentlich? Ach, fürs Maschinengewehr. Ah, okay. Das brauchen wir aber erstmal noch nicht, würde ich sagen. Aber das hier. Sind wir schon wieder pleite? Nee. Jetzt sind wir pleite. Oh, toll. Echo, du bist super. Du siehst alles immer sofort. $2. So, so. Du glaubst also, du kommst hier raus? Eins kannst du mir glauben. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Toll, was ist denn das für ein Wahrsager? Können wir mal einen auf Nahkampf machen? Ist da jemand? Hallo? Jetzt kommt ja jemand. Na, lass nur kommen. Hä? Wow! Jetzt her. Ja. Ist das hier ein Schrein? 50er Kugeln. Nee, Whisky von der Toilette erst recht nicht. So, Verbandskasten können wir mal nehmen. So. Schwere Nieten. Frischwasser. Piepen, piepen. Rapture ist die Erlösung. Ich kenne die Oberfläche, Eleanor. Ich habe mein halbes Leben dort verbracht, im Dienst des Allgemeinwohls. Aber dann musste ich hören, wie fette alte Männer meine eigenen Worte ins Gegenteil vertreten. Wie Monster kauerten sie über der Asche von Hiroshima. Hm. Wäre die moderne Welt mein Patient? Meine Diagnose lautete Selbstmordgefahr. In einem einzigen Punkt. Hat Andrew Ryan vielleicht recht? Rapture ist die Erlösung. Nun. Allein sind wir nichts. Bloße Werkzeuge des Eigennutzes. Gemeinsam sind wir die Familie. Und durch unsere Einheit transzendieren hier bin wir ich. Das selbst. Wo bist du? Arsch und Zwirn. Oh, früh sind die hässlich, ey. Das Ambiente Huch. Ist
Scheiße! Bullshit! Huch, was hab ich denn jetzt genommen? Ach, Vitamine. Caution, wet floor, was? Ich habe jetzt hier gerade so eine Erinnerung. Keine Déjà-vu. Hier muss ich, glaube ich, nachher die Little Schüchter beschützen. Huch. Aber ich kann es aber schon mal hacken. Boah, toll. Dich hacke ich auch schon mal. Zack, zack. Und was kriegen wir? Kugeln kriegen wir. So. Darauf muss ich gleich vorbereitet sein. Hä? Hat der spritziert? So, das Ding ist auch voll. Rotze voll. Gehen wir einfach mal weiter. Ah, das wird ein Geschenk. Bis du kommst, Vater, sitze ich hier fest. Ich kann dir leider nicht anders helfen, als diese kleinen Geschenke hier herauszuschmuggeln. Das ist aber trotzdem so nett von dir, Eleanor. Du machst mich ganz, ganz stolz. Ah, hoffe es hilft. Ah, Hundefresser. In der ethischen Psychiatrie. Hier spricht Eleanor Lamb. Mom sagt, ich darf nicht mit den anderen Kindern spielen, weil die nach dem Motto Hund frisst Hund erzogen werden. Ich wollte mir diese Hundefresser einmal ansehen. Drum habe ich gewartet, bis Mom weg war und bin dann raus, um welche zu suchen. Und was war? Die Hundefresser haben eine Haut wie ganz normale Menschen. Sie sehen genauso aus wie wir. Tja, das haben die Hundefresser so an sich. Man kann sie nicht unterscheiden zwischen normalen Menschen und halt Hundefressern. Bohrerkraft. Ziehst du den Kampf aus nächster Nähe vor? Mit Bohrerkraft bewirken deine Bohrangriffe noch mehr Schaden. Cool. So, und das wird eigentlich alles automatisch eingesetzt, so hieß es. Hier durchkramen wir nochmal den Müll. Und schreiten weiter voran. Noch schnell eine Eve-Spritze und Kugeln brauchen wir nicht, können wir nicht. Poseidon! Poseidon Pilsener. Ah, sieht auch so nach Kampf aus hier. Huch! Vor dir ist eine Little Sister, um das Adam von ihr zu erhalten, muss sie ihren Big Daddy loswerden. Er wird nicht angreifen, solange du ihn nicht attackierst, aber mach dich auf jeden Fall auf einen schweren Kampf gefasst. Ich freue mich jetzt schon. Okay, hier speichere ich. So. Ich glaube, hier kann ich die schweren Nieten schon mal bereithalten. Und die Person wird wohl hier nichts bringen. Fallennieten, vielleicht können... Nein! Ah, falscher Knopf. Wo ist er denn da, also? Also dieser Big Daddy beißt erst, wenn du ihn angreifst. Aber um an die Little Sister ranzukommen, musst du den Knaben platt machen. Aber, wie ist das schon? Warte mal, das hack ich mal noch hier. Falls hier noch ein paar Gegner kommen. Das ist ein Bouncer, glaube ich, oder? So ein paar Nieten. Das höre ich mir später an. Petriel. Ja, ich hau doch schon ab. Ich kümmere mich gleich um dich. So, jetzt will ich...
Gegen Gepanzerte, genau. Sonst will ich mal hier. Zack, zack, zack. Mal so ein bisschen vorsorgen. Oh oh, gleich jetzt los. Ich spreche nochmal schnell. Ja, das war, hoffentlich war das jetzt kein Fehler. So, jetzt rennt er durch. Okay, dann greifen wir ihn mal an. Alter, wie schnell ist denn der unterwegs? Alter, was war denn das? Alter! 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 Falsche Waffe! Alter! Oh, wow, 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 wow. Durchatmen, alter Knabe. Du hast es geschafft. Und jetzt nimm sie auf deine Schultern und sie wird dir vertrauen wie ihrem eigenen Daddy. Puh. Ja, gleich. Ich gucke erstmal den Bouncer an. Den Bumser. So. Auf einmal, als ob nichts gewesen wäre. Erst fängt sie an, so rumzuflinden. Ah. Adoptieren. Ah. So. Wir sind im Geschäft. Überall in Rapture liegen Leichen rum. Und dieses kleine Monster wittert das Adam in ihnen. Sucht ihr eine? Ja, gleich. Hoch. Du hast eine neue Little Sister adoptiert. Drücke und halte R, um sie zu bitten, dich zu einer mit Adam gefüllten Leiche zu führen. Ah, okay. So, zuvor höre ich mir das hier noch an. Na, komm. Na nun. Ich habe endlich eines der Kinder gefunden. Die Kleidung schmutzig, ganz alleine. Ich ging zu dem Mädchen hin, betete, es möge meine Kleine sein. Aber sie schlürfte sich voll mit dem Blut einer Leiche. Sie war es nicht. Ich starrte sie an, schwankend. Und dann kam plötzlich dieses Ding, dieses bewaffnete Monster aus dem Nichts und sprang mich an, kreischend wie ein Höllenvieh. Ich konnte entkommen, aber kann es sein, dass Cindy eine von diesen Blutsaugerinnen geworden ist? Ich muss sie finden, dringender denn je. Ja. Das ist die Familie. Das ist unsere Sache. Ja, gut, das ist unsere Sache. Unsere Sache ist jetzt auch, dieses Take zu beenden. Wir haben unsere erste Little Sister adoptiert, müssen nun zwei Engel, wie sie immer so schön sagt, einsammeln. Und was war das gerade? Grafikfehler? Oder wie? Okay. Und ja, erster Blick, der die Oplatte macht, war doch jetzt gar nicht so schlimm. Nun gut, an dieser Stelle sage ich, haut rein! Fahrt nicht besoffene Auto und die üblichen Sprüche. Und natürlich, was ich nicht vergessen darf, ist Tschüssili.